Dina muss einrücken und dann warten wir ganz außen auf Wonder of Lips mit Alex Peach für den Stalintec und Andy Suberic. Alles ist startklar. Mimühlens Trophy, 2200 Meter Boxtüren auf für unser sportliches Highlight am heutigen Tage. Die Ladies, die kommen an uns vorbei. Das Feld formiert sich. Knight of England an der Innenseite mit Taraya Inissa und an der Außenseite Wonder of Lips um eine gute Position bemüht. Dann sehen wir die beiden Wühlerstuten Sword Painter und Go Rose an der Innenseite Sheshme. Vorletztes Pferd ist Dina und letzte ist zunächst einmal Wackere. So geht es in durchaus ansprechender Fahrt durch den Wandsbecker Bogen hindurch. Knight of England in den Farben des Stalles Route 66 zeigt den Weg, führt vor Taraya, also die beiden Vertreterinnen von Hank Greve 1-2, dann Wonder of Lips, dann sehen wir Go Rose, die Favoritin, begleitet von Inissa, an der Innenseite Sword Painter, dann die Schimmelstute Sheshme vor Wackere und vor Dina. Das Tempo ist richtig gut, was Philipp Minarik dort anschlägt mit Knight of England, hat anderthalb Längen Vorteil vor der Trainingsgefährtin vor Taraya. Wonder of Lips an der Innenseite, dann Inissa Go Rose, dann sehen wir an der Innenseite Sword Painter, Sheshme und dann die beiden Röttgenerinnen Wackere und Dina. Zwei Drittel der Gegenseite sind absolviert. Vorne marschiert nach wie vor Knight of England. Knight of England vor Taraya, vor Wonder of Lips, vor Inissa, dann Go Rose, die Favoritin Sheshme, Sword Painter, Dina versucht die Position ein wenig zu verbessern und letztes Pferd bleibt Wackere. So geht es durch den Hornerbogen mittlerweile hindurch. Es gibt vorne überhaupt keine Positionsveränderungen. Knight of England, sie kann schalten und walten, wie sie möchte dort mit Philipp Minarik und er hat nochmal einen Gang nach oben geschaltet vor Taraya an der Innenseite, Wonder of Lips, Inissa, dann Go Rose, Sword Painter, Sheshme macht Boden gut vor Dina und vor Wackeret. Schließen sie alle dichter zusammen. Es geht natürlich jetzt auch in die Zielgerade hinein. 450 Meter noch. Knight of England führt nach wie vor Taraya. Die tut sich jetzt nicht mehr leicht. Dann innen Wonder of Lips, dann Inissa, Sheshme, Go Rose, ganz innen kommt Sword Painter. Aber Knight of England marschiert. Knight of England vor Taraya. Wonder of Lips, Sword Painter an der Innenseite. Jetzt kommen die ganzen Speed Pferde. Knight of England, Taraya packt immer wieder an. Taraya und vom Ende des Feldes fliegt Dina heran. Knight of England, Taraya, Dina, Sword Painter. Vorne Taraya, Taraya von Knight of England und Dina. Taraya gewinnt vor innen, glaube ich, Dina. Dann Knight of England, dann Sword Painter, Wonder of Lips. Dann Sheshme, Inissa, Wackere und letzte war die Favoritin, Go Rose.